Ein Kraftpaket auf 4 Rädern soll es sein, dieses Fahrzeug eines bekannten japanischen Herstellers. Zäune sind für ihn kein Hindernis. Und die Achse eines Traktors reißt der Wagen ganz locker raus. Doch der Höhepunkt ist dieses scheinbare Phänomen. Der PS-Protz entwurzelt den Baumstumpf und katapultiert ihn über das Fahrzeug. Doch ist das realistisch? Wir haben nachgefragt bei unserem Physikexperten von der Uni Stuttgart, Stefan Müller. Meiner Einschätzung nach ist das nicht möglich. Das Auto zieht den Baumstamm nach vorne weg, doch der Baumstamm fliegt im Video über das Auto drüber in die Hütte hinein. Das heißt, die Richtung des Baumstamms ist nicht dieselbe wie die des Autos. Das kann rein aus krafttechnischen Gründen nicht sein, also würde ich eher vermuten, dass der Baumstamm von hinten in das Auto krachen würde. Also alles nur Fake. Genau wie das amüsante Ende des Virals. Bagger.